Kugellagerkugeln. Ausgangsmaterial für dieses und viele andere Produkte ist hochwertiger Draht aus Edelstahl. Im herkömmlichen Verfahren wird der Rohdraht zuerst nass chemisch gereinigt. Dabei fallen große Mengen giftige Lauge an. Anschließend wird der Draht mit Hilfe von Ziehsteinen auf den richtigen Durchmesser gebracht. Als Gleitmittel kommt Ziehseife zum Einsatz. Auch diese Ziehseife muss später mit Hilfe von umweltschädlicher Beize entfernt werden. Eine umweltschonende Alternative zur nasschemischen Reinigung von Draht hat die Firma GSG in Schwerte mit Unterstützung der DBU entwickelt. Der Draht wird mit Bürsten mechanisch gereinigt. Der Einsatz umweltgefährdender Beizbäder entfällt. Um den sauberen Draht auf den gewünschten Durchmesser zu bringen, hat die DBU ein weiteres Förderprojekt finanziert, das Kaltwalzverfahren. Auch hierbei kann auf die Ziehseife verzichtet werden. Und das rechnet sich. Pro Tonne sparen Sie eben diese 30, 40, 50 Euro. Und wo haben Sie heute noch die Möglichkeiten, auf dem Weltmarkt in irgendeinem Verfahren 40, 50 Euro zu sparen? Ja? So könnten pro Jahr 14.000 Tonnen giftige Beize eingespart werden.